Lampukistan Gaming ist hier. Nächste Folge unserer Xmas-Miniserie. Wir haben den Boss gelegt, wir haben eine neue Asche bekommen. Wir setzen uns hier jetzt erstmal an den Ort der Gnade, an das sogenannte Bonfire. Stufenaufstieg reicht uns wegen 250 Runen nicht. Das heißt, wir gehen ein bisschen weiter in den Explorer-Mode. Wir werden ein bisschen erkunden. Wechseln wir mal von zwei Hand wieder auf ein Hand. Und dann geht's mal hier ein bisschen weiter. Haben wir hier noch was? Ja, hier haben wir noch zwei Pilze. Es zu sammeln gilt. Dann haben wir die Typen hier noch. Okay, die sind natürlich... Die sind Kanonenfutter. Oh. Okay. So, wir blicken mal kurz nochmal drauf auf unser Inventar. Die letzte Session, die ich aufgezeichnet habe, ist schon wieder ein bisschen her. Ja, wir haben unser, genau, wir haben ja unser Schwert, haben wir ja schon aufgewertet. Das Uchigatana auf plus 3. Ab jetzt brauchen wir die Schmiedesteine der Stufe 2. Die gilt es jetzt zu finden. Die Statue haben wir gemacht. Okay, oh, okay, wir gehen hier weiter. Diese komischen Viecher hier. Okay, wir machen richtig schönen Schaden, aber die geben kaum Runen. Und die machen auch irgendwie nichts. Oh, was ist das? Moskito. Die waren in Dark Souls 1 so relativ nervig, ne? In dieser Schandstadt, diesem Blighttown. Da haben die euch relativ schnell vergiftet. So, was haben wir denn hier? Riesenschildkröte. Geschimmerter, goldschimmernder Kot. Oh, jawohl. Schildkrötenfleisch, Streifen weißen Fleisches. Werden wir mal checken, was wir... Alter, weg hier. Und du gibst uns noch Kopf der großen Libelle. Da können wir ein bisschen checken, was wir denn jetzt hier alles eingesammelt haben. Hier ist ja nochmal unsere angesammelte Asche und die neue Asche. So, wir haben das hier, Herstellung von Objekten. Und dann haben wir das hier noch. Okay, da müssen wir mal gucken. Da würde ich sagen, wir gehen mal Richtung der Kapelle, bevor wir aufleveln und kaufen uns ein bisschen neues Zeug. Zum Herstellen, da müssen wir auch ein bisschen drauf achten. Man kann hier nicht nur finden, man kann auch hier richtig viel herstellen. Kalle wartet auf uns. So. Okay, kaufen. Genau, guck mal, wir können ja hier noch diese Handbücher kaufen. Das erweitert unser Handwerksrepertoire, das heißt das, was wir herstellen können. Und das ist sogar ein besseres. Und dann haben wir hier noch diese Notizen. Eventuell ein paar Hinweise geben. So, jetzt können wir auf jeden Fall das hier kaufen wir. Jetzt brauchen wir theoretisch noch mindestens 500. Mal gucken, ob wir das mit Verkäufen irgendwie hinkriegen. So, hier sehen wir nämlich beim Verkauf, was diese Runen geben. 200 und 1200. Kommen wir. Also ihr könnt die nutzen oder einfach hier verkaufen. Das hat genau denselben Effekt. So, jetzt kaufen wir nämlich das hier für 500 noch. Und diese zwei Notizen. Und dann können wir jetzt mal einen Blick reinwerfen, was wir denn alles schon herstellen können. Gar nichts. Haben wir noch nicht... Wieso können wir noch nichts herstellen? Müssen wir erst irgendwie... Oh, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie das geht. Brauchen wir noch was von dem Kollegen hier? Das hier wahrscheinlich, ne? Werkzeugsatz befähigt euch zur Objektherstellung. Natürlich, wer lesen kann, ist natürlich klar ein Vorteil. So, Objekt... Oh, jetzt Behälter. Um bestimmte Objekte herzustellen, braucht ihr gesprungene Töpfe oder andere Behälter. Ihr könnt nicht mehr diese Objekte
Ihr könnt nicht mehr dieser Objekte herstellen, als euch Behälter zur Verfügung stehen. Die in Behältern aufbewahrten Materialien werden bei Benutzung verbraucht, aber die Behälter selbst bleiben erhalten. Interessant. Objektherstellung. Über das Objektherstellungsmenü könnt ihr verschiedene Objekte aus gefundenen Materialien herstellen. Wie ihr noch andere Objekte herstellt, lernt ihr aus gefundenen Rezepten. Wir haben ja jetzt 2, 3 Rezepte sogar gekauft, ne? Repertoire, wir können jetzt hier, guck mal, mit den 4 Materialien hier, Goldrover, Scheibe Fleisch, Krabbeneier und Eierstock des Landoktopus, können wir ein geräuchertes, belebendes Fleisch herstellen. Nice. Guck mal, das ist zum Beispiel wichtig. Dafür brauchen wir ein Gefäß. Ja, da müssen wir schauen, wie viele Gefäße wir haben. Da können wir hier quasi so ein Feuer, wie so eine Feuerbombe, Feuertopf, Weihwassertopf, der macht wahrscheinlich Heiligenschaden. Kann man das umschalten? Verbraucht FP verursacht Heiligenschaden. Wir machen mal das hier, dann sehen wir erstmal, was wir... Skaliert sogar mit Stärke. Dann haben wir noch Feuertopf mit Kordel. Da brauchen wir sogar noch Fäden dafür. Dann haben wir Glühsteine, Regenbogensteine, Rova, Rosine. So Wurfmesser. Wasser-Topf, okay, das ist hier ein Koop-Ding und diverse Pfeile, nice. Aber wir können doch theoretisch mal, wie viel können wir herstellen? Wir haben keinen gesprungenen Topf. Okay. Dreck. 300 kostet einer. 3 Stück hat der Kalle im Angebot. Behalten wir mal im Auge. Denn ich denke, das werden wir bestimmt demnächst herstellen. So, goldene Rune, Stufe 1. Wie gesagt, immer in diesen Schädeln drin, in diesen leuchtenden. Wir looten ein bisschen weiter und gehen hier, gucken wir uns hier nochmal um. Hier unten. Hier unten waren wir. Die haben, waren wir am Bonfire? Komm, vielleicht haben die ja doch einen coolen Drop. Wenn man irgendwas cooles looten kann. Oh, nicht. Schießen Gift, okay. Nee, da kommt nichts raus. Tortuga ist auch wieder am Start hier. Das blöden Libellendinger. Schildkrötenfleisch brauchen wir bestimmt später nochmal. Nee, wir lassen die. Wir sollen uns in Ruhe lassen. Dann lassen wir sie in Ruhe. Okay, überall sind noch diese Godric-Soldaten. Wurzelharz, das brauchen wir, glaube ich, für die Feuerdinger, ne? Ne, da brauchen wir die Schmetterlinge und Pilze. Okay, aber da müssen wir vom Feuer... Oh. So, Feuerbomben müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten. Feuertöpfe, hier gibt es noch eine Höhle. Ja, mal direkt rein hier. Hainhöhle. Machen wir mal das Feuer an. Kurz einmal rasten. Sieht doch auf jeden Fall wieder wie... Oh, hier ist aber sehr dunkel. Wie ein Dungeon aus. Wir können nicht schnell reisen. Oh. Hier wäre das natürlich jetzt nicht schlecht, ne? Da könnten wir ein bisschen runterfeuern. So. Oh, 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 jetzt werden sie schon aggro. Der erste kommt schon. Geht wieder zurück. Jetzt kommen da wieder Hunde. Wölfe. Solche Viecher in diesen Souls-Spielen. Schrecklich. Okay, wir kriegen die relativ gut tot. Komm schon. Noch einer. Oh, Big Daddy Wolf. Oh, shit. Das ist ein dicker Wolf, ne? Jo, der hält mehr aus. Ein Schlag noch. Okay. Gesprungener Topf. Ja, geil. Genau das, was wir wollten. Komm, wir basteln da jetzt gleich mal was. Können wir das hier nämlich herstellen? Das geht nicht. Warum? Wir brauchen befleckte goldene Sonnenblumen. Aber Feuer, damit kann man doch... Eins haben wir und dann können wir doch das hier direkt mal
Wir weisen das direkt zu, ne? Vielleicht. Vielleicht brauchen wir das noch. So, hier sind Höhlenmoos. Oh shit, sind noch mehr von diesen Wölfen. Ah, die sind so. Klumpen Fleisch. Die sind so anstrengend. Die so schnell und unberechenbar hin und her springen immer. Glühstein. Was ist das? Silbernes Glühwürmchen. Jo, da kann man eine ganze Batterie looten hier. Was bringt? Oh, da ist noch ein Wolf. Moment. Boah, 3 Schläge, du. So, was haben wir denn jetzt hier noch geholt? Denk mal, das sind alles so Materialien, ne? Genau, das ist alles hier zum Herstellen. Ah, dann müssen wir wahrscheinlich hier gucken, ne? Dann nichts Brauchbares, außer die dünnen Bestienknochen, die man hier braucht. Wir gehen mal noch einen Meter vor. Oh. Bossy Boss. Den werden wir in dieser Folge auf jeden Fall noch probieren. Wir haben nur noch 2 Heiltränke. Brauchen wir bestimmt unsere Wölfe dabei. Oh ja, Bestienmensch von Farum Azula. Okay. Check mal gerne mal die Brandbombe aus. Zack. Oh ja, oh ja. Sehr schön. Oh. Oh, weg hier. Oh, ich glaube, die Attacke ist ganz schön gefährlich. Jetzt wird er wütend. Jetzt machen wir, lassen das unsere Wölfe machen. Die kriegen den allein tot. Zack. Megaschlag noch. Flammendrachen-Talisman. Schauen wir direkt an. Erhöht die Resistenz gegen Feuerschaden. Das machen wir direkt rein. Das bringt uns auf jeden Fall viel mehr. Da müssen wir aufpassen. Das gibt uns sogar Ausrüstungsgewicht. Hier rechte Seite ein bisschen leichter. Aber gegen Feuer einen Schutz zu haben, ist nicht schlecht. Das war's mit dieser Folge. Wir haben wieder einen kleinen Mini-Boss gelegt. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann wie immer den Daumen nach oben. Dann sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut und bloß kein Stress.